Melpignano liegt ungefähr in der Mitte der Provinz Lecce und ist eine der Gemeinden, die der sogenannten ellenophonen Grecia Salentina angehören. Die Ortschaft wurde in den letzten Jahren dank des Concertone della Notte della Taranta, populäre über die nationalen Grenzen hinaus bekannte Musikveranstaltung der sogenannten salentinischen Pizzica, bekannt. Melpignano gehört zum Club dei Borghi Autentici d'Italia, Club der schönsten Ortsmitten Italiens, und zur Associazione Comuni Virtuosi, Verein umweltfreundlicher Gemeinden. Die Schlichtheit der Altstadt und der Denkmäler, die kulturelle Vitalität und die Gastfreundlichkeit der Gemeinde von Melpignano ziehen jedes Jahr tausende Besucher an. Die Landwirtschaft, die jahrhundertelang der Gesellschaft von Melpignano einen Vorsprung gegeben hat, zeigt sich noch heute in den weiten Olivenhainen. Es gibt eine Synergie zwischen dem landwirtschaftlichen Anbau und der ländlichen Architektur, sowie zum Beispiel die Trockenmauerwerke und die sogenannten Bajare, bäuerliche Steinhäuser. In diesen vom Grün umgegebenen Flächen kann man noch heute wichtige Gebäude bewundern, die der alten landwirtschaftlichen Gesellschaft verbunden sind. Beispielhaft ist die Masseria San Loi. Eine Masseria ist eine Art bewährter Einsiedlerdorf des heiligen Eligius aus dem Jahr 1576. Auf der Fassade sind die typischen Merkmale der Verteidigungsbefestigung noch gut sichtbar, sowie zum Beispiel die typische Pechnase über dem Haupteingang. In der Nähe des Gebäudes ragt sich noch heute der Taubenturm gegen Himmel, die in der Vergangenheit für die Fleischversorgung und die Guarno-Ernte verwendet wurde. In den Ländereien Richtung der naheliegenden Ortschaft Corsi finden sich zahlreiche Steinbrüche. Im Fachjargon nennt man sie Tagliate und seit Jahrhunderten baut man hier das Rohmaterial des Deciso-Steins für die wichtigsten salentinischen Denkmäler und Skulpturen ab. Der sogenannte Pietralicese ist ein kalkhaltiges Muttergestein und stammt aus der Zeit der Miozens, als das Gebiet des Salentos teilweise vom Wasser bedeckt war. Dank der Schlichtheit der Verarbeitung dieses Steins hat sich der Liceser Barock im ganzen salentinischen Gebiet verbreitet. Nicht von ungefähr werden die meisten Gebäude der Altstadt von Melpignano von den auserlesenen barocken Skulpturen aus Liceso-Stein hervorgehoben. Das enge Verhältnis zwischen Kunst und Umgebung wird durch die prächtige Architektur ersichtlich, die sich dem Besucher in verschiedenen Gebäuden verschiedener Stile und Epochen zeigen. Der Palazzo Treglia scheint eine Synthese der Architektur des 16. und 18. Jahrhunderts zu sein. Er ist von dem breiten, mit kleinen Palmen und Blumen dekorierten Bogen und vom anliegenden Oratorium des heiligen Michael gekennzeichnet. Hier wird eine wertvolle Statue des Heiligen aufbewahrt. Der Palazzo Verres ist im Rokoko-Stil. Er wurde im 18. Jahrhundert elegant vermutlich vom außergewöhnlichen Bildhauer aus Alessano, Emanuele Orfano, gebaut. Wenn man durch die Ortsmitte spaziert, kann man die Sorgfalt und die Aufmerksamkeit für den Schutz und die Aufwertung des Kulturerbes bemerken. Man versenkt sich ständig in der Geschichte und in der Tradition und man spürt die Anwesenheit des Erbes des Greco. Wenn man sich dem Platz des heiligen Georgs nähert, kann man eine Reihe mit schlichter Pracht und Geschichtlichkeit verzierter Gebäude aus der Renaissance bewundern. Vermutlich fungierten die Lokale ursprünglich als Geschäfte. Der Platz befindet sich neben der Altstadt und ist seit Jahrhunderten das schlagende Herz der örtlichen Wirtschaft. Rund um den Platz sind die charakteristischen Portiken, das sind die typischen Bogengänge, die die Handelsarchitektur des 16. Jahrhunderts zeigen und im Laufe der Zeit mehrmals renoviert wurden.
Sie wurden auf Geheiß des Humanisten Monsignor Niccolò Martano, der aus Melpignano stammte, gebaut, um die Handelstätigkeiten, die die Wirtschaft des Landes wachsen ließen, organisieren zu können. Früher kamen die Kaufmänner aus der gesamten Halbinsel, besonders aus Neapel, Bari und Lecce. Der Platz war vor allem für den Verkauf von verschiedenen Geweben berühmt. Die Fassade der Pfarrkirche sticht in dieser Szenerie hervor. Sie ist dem heiligen Georg gewidmet und wurde in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts errichtet. Das Gebäude wurde im Laufe der Zeit mehrmals verändert. Er symbolisiert eine Synthese unterschiedlicher Architekturstile, die von der Renaissance bis zum Ende des 18. Jahrhunderts reichen. Der heilige Georg beherrschte die Mitte der Lünette des Portals aus dem 16. Jahrhundert, während er den Drachen, Symbol des Bösen, schlägt. Das Gebäude öffnet sich zu einem dreischiffigen Raum mit Seitenaltären. Unter den Dekorationen kann man leicht die verschiedenen Neufassungen des 18. Jahrhunderts bemerken. Neben der Pfarrkirche steht die graziöse kleine Kirche der Maria Himmelfahrt, ursprünglich den Heiligen Rochus und Sebastian gewidmet. Die Kapelle ist mit einem lieblichen Portal verziert, dessen Eingravierung dem Bildhauer Placido Buffelli aus Alessano zuzuschreiben sind. Wie die meisten alten feudalen Festungen wurde der Palazzo der Erzöge von Melpignano im 17. Jahrhundert vollkommen überarbeitet und wurde ein Adelswohnsitz. Der Lehnsherr Giorgio Castriota befahl den Bau des neuen Gebäudes, das ist auf der Inschrift oben auf der Fassade gut lesbar. Die Oberräume des Gebäudes waren zur persönlichen Verwendung der Lehnsherren bestimmt. Dagegen fungierten die Unterräume als Verwaltungsräume und Sitz des Gerichtshofs der Barone. Vom ursprünglichen Gebäude bleiben nur das Wassergraben, die südliche Ringmauer, die zwei Türme und den Wehrgang übrig. Im Inneren des Herzogspalazzo kann man einen graziösen italienischen Garten bewundern, der mit einem Laubegang und anderen Dekorationselementen ausgestattet ist und dem Besucher einen angenehmen Anblick bietet. Das Gebäude wurde von der Gemeinde von Melpignano in der Hälfte des 90er Jahren erworben. Zurzeit wird er erhalten und restauriert, um den Palazzo und den Garten zweckmäßig zu gestalten. Der Empfang und die Informationsdienste bekommt der Besucher beim sogenannten Casa del Turista in der Via Roma im Herzen des Ortes. In der Vergangenheit fungierte das Gebäude als Lagerhaus für die Ernte und die Verarbeitung von Tabak. Das Haus des Touristen bietet den Besucher die Möglichkeit, dem kulturellen Erbe der Gemeinde Melpignano nachzugehen. Man kann eine Führung durch die Ortsmitte buchen und Informationen und Kuriositäten über das Gebiet sammeln.
Der Raum ist gemütlich und im Inneren werden verschiedene kulturelle Aktivitäten und Konferenzen organisiert. Darüber hinaus kann man im großen Saal eine alte Turmuhr bewundern, die kürzlich restauriert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Der Beweis, dass dieser Ort in Vorzeiten bewohnt war, zeigt sich an den Megalithen, die sich außerhalb und in der Nähe der Ortschaft befinden. Der Menhir Kalamauri liegt in der Nähe des Industriegebiets und ist 3,70 Meter hoch. Seine Basis ist 50 cm breit. Auf seiner Oberfläche entdeckte man verschiedene kreuzförmige Inschriften. Der Menhir Lama befindet sich innerhalb des Wohngebietes auf dem kleinen Asiloplatz bei der Kapelle des heiligen Antonius Abate aus dem 16. Jahrhundert. Er ist 4,20 Meter hoch und seine Basis ist 30 cm breit. Der Bauernhof Minonna wurde nach dem gleichnamigen Menhir so genannt und liegt am Stadtrand der Ortschaft. Er ist 2,80 Meter hoch und seine Basis ist 50 cm breit. Auch die Masseria Cineo di Tamburino heißt so, weil sie der gleichnamige Menhir in der Nähe befindet. Er ist 1,90 Meter hoch und seine Basis 50 cm breit. In dem sogenannten Park der Erinnerungen steht ein alter Monolith, der früher nur eine Dekofunktion hatte und als Hosanna-Menhir bekannt wurde. Der Menhir hat ein Kapitell mit einem Kreuz auf der Spitze. Auf dem Säulenfuß steht das Stadtwappen der Universitas, also der Gemeinde Melpignano, eine in eine Bienenwabe gepflanzte Pinie. Die kulturelle Erbe von Melpignano ist vielschichtig, was die Landschaft sehr interessant macht, die von der typisch ländlichen Architektur geprägt ist, die wiederum das Ergebnis tausendjähriger Arbeit der bäuerlichen Gemeinschaft ist. Die kleine Kirche der heiligen Maria Magdalena liegt in der Nähe des Friedhofes von Melpignano und wurde 1661 auf den Ruinen einer vorigen Kultstätte errichtet. Der Kult der heiligen Maria Magdalena festigte sich in diesem Ort gegen 1656, als die Bevölkerung sich während der Ausbreitung des Schwarzen Todes, die das gesamte Königreich Neapel traf, auf den Schutz der Heiligen verließ. Auf dem Hauptaltar werden außerdem die Statuen der Heiligen Lazarus und Orontius von Lecce aufbewahrt. Die Heiligen wurden von den Gläubigen um Schutz vor Epidemien wie die Pest gebeten. Noch heute bewahrt das Gebäude sein Charme und das beweist die Verehrung der Bewohner von Melpignano zur reumütigen Heiligen. Zusammen mit der anliegenden Kirche ist das Augustinerkloster eines der charakteristischen Denkmäler der salentinischen Kunst und Architektur des 17. Jahrhunderts. Das Gebäude steht außerhalb der alten Stadtmauer in der Nähe des Wohngebiets. Es wurde 1638 vom berühmten Werkmeister Francesco Manulli aus Corigliano d'Otranto gebaut. Wunderschön sind die Skulpturen der Fassade der Kirche des Carmine, die die Geschlechtlichkeit des berühmten Leccese Bildhauers Giuseppe Zimbalo, der auch Lo Zingarello genannt wurde, beweist. Geometrische Gestalten und Blumenmotiven mischen sich miteinander und werden von einem intensiven Barockdynamismus im Schwung gebracht.
Das Kloster wurde jahrhundertelang von der Gemeinschaft der Augustiner Padres belebt, die sich schon im 16. Jahrhundert in Melpignano durchsetzten. Das Augustinerkloster war eines der wichtigsten Apuliens und für die Erziehung des Jugendlichen und für die Latinisierung und Romanisierung des Glaubens sehr aktiv. Vergessen wir nicht, dass der Salento jahrhundertelang griechisch-orthodox gewesen war. Es wurde 1089 im Zuge der Säkularisierung Napoleons abgeschafft und wurde danach der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Kürzlich wurde das Kloster restauriert und besticht nun wieder für seine Schönheit. Jedes Jahr findet Ende August auf dem offenen Gelände vor dem Kloster das berühmte Open-Air-Festival Notte della Taranta statt.